Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Man City, wollte ich sagen. FIFA 18 The Journey. So, wir sehen, dass Man City tatsächlich besser war als wir. Naja. Vor allem in der Passgenauigkeit. Man City 93, wir 84%. Das ist natürlich sehr schwach und wir hatten sehr wenig Ballbesitz. So, aber der Trainer ist soweit zufrieden, außer bei unseren Zweikämpfen. Super Flanke in den 16er Direktpässe. Ja. Unser Passspiel wird gelobt. Auch wenn wir mal einen schlechten Ball gespielt haben, aber das ist ja egal. Es kann nicht jeder Ball ankommen, ne? Aber die meisten von Alex Pässen kommen halt an. Ah, Aguero ist durch. Oh. Francis. So. Mist. Ah, ich kann mit Alex nichts machen, wenn sich die anderen nicht freilaufen oder so. Ich kann nicht passen. Zum selber schießen kommen wir auch nicht. Ah. Guter Versuch, ja. Die Idee war gut. Ist halt auch schwer, mal aufs Tor zu schießen, wenn City hier natürlich eine Fünferkette hat, ne? Da, wir kriegen es nicht. Wir kriegen es nicht geschissen. Wir brauchen 6 Punkte. Das heißt, wir müssen halt noch einen zweiten Sieg. Anders geht's halt nicht. In 3 Spielen 6 Punkte kriegst du eben nur mit 2 Siegen. Hey, hey, hey. Ah, kannst du machen, was du willst. 6 Punkte in 3 Spielen kriegst du nur mit 2 Siegen. Ah. Oh. Ah, ich dachte schon, wir werden ausgewechselt. Du. Bisher haben wir alles gepackt, was wir packen sollen, außer 2 Kämpfe. Ja, gut. Ist nicht Alex sein Ding. Schade. Na. Komm, gib Gas hier. Setz den Körper ein gegen Aguero. Jawohl. Gut. Ah. Kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin in der Offensive. Das ist ein Problem gerade. Hier, Wilfried Boni ist am Stissel. Und Ake. Aki. Aki Watzke. Ach, wenn der durchkommt. Kein Fall gut. Nee, das war schlecht. Da ist Alex wieder nicht richtig rangegangen, nicht hinterhergelaufen. Ah, ist schlecht. Also, so das Stellungsspiel, die Intelligenz von Alex Hunter, die Spielintelligenz, die ist nicht so wirklich gut. Ja, er bleibt immer so ein bisschen stupide stehen. Dann ist es halt andere machen wir der King. Da muss es der King machen. So. 1-0, Man City. Ja, guckst du mal. Jetzt geht's hier nicht mehr so mit hinten so krass verteidigen. Jetzt hat Man City Zugzwang. Jetzt müssen sie reagieren. Können sich nicht mehr ausruhen auf 0-0, was sie sowieso nicht machen würden. Ich meine, das ist ein Spiel, das will Man City natürlich gewinnen. Gegen uns. Ja, gegen Bournemouth. Also Man City ist ein Verein, für die, die es nicht wissen, der natürlich den Anspruch hat, jeden Gegner schlagen zu können. Die kommen nicht her und sagen, oh, 0-0 gegen Bournemouth, das wäre schon cool. Nee. So läuft das nicht mit Man City. Dafür geben die viel zu viel Geld aus. Ein gegen Real Madrid oder so, da würden die sagen, okay, unentschieden ist noch okay. Aber auch da ist, wissen sie, dass sie an einem richtig guten Tag auch gewinnen können. Na, aber der Ball kam an.
Das sollte ein Pass werden. Bist du denn besoffen, Alex? Bist du besoffen, Alex? Kann das sein? Das sollte ein Pass sein. Ein... Ich bin vielleicht von der Passtaste abgerutscht und auf die Schusstaste. Ich glaube aber nicht. Vielleicht ein bisschen. Ah, der Pass war eigentlich gut gedacht, aber auch hier wieder nicht gut gemacht, weil die Mitspieler nicht so gut mitmachen. Was war das für ein Billo-Pass? Er sollte hoch bis zu Alex, möchte ich nur mal erwähnen. Und der kommt da zu einem Spieler, der eigentlich keine Chance hat, ranzukommen. So, Alex, jetzt mal durch hier. Oh, den muss er machen. Muss er machen. Der Alex. Und der Fouet. Der Fouet. Der Vieh ist auf dem Feld. Ah, guter Versuch mit der Ecke. 8,2 Wertung jetzt schon. Na, Alex muss ja keine Tore schießen. Das reicht ja, wenn er gute Wertungen erzielt. Und so. Oder es geht auch, wenn er ein Tor erzielt, der Alex. Es geht auch, wenn er ein Tor erzielt. Das ist auch okay. Da bin ich jetzt nicht so dagegen. Das war stark. Ja. Schöne Annahme. Und dann das Tor. Dann das Tor. Wunderbar. Mr. Alex Hunter. In der 90. Mit seinem zweiten Premier League-Tor im zweiten Spiel in dieser Saison. Alex Hunter. Wertung 9,1. Das ist super. Und wir haben gegen Man City gewonnen. 2:0. Wer hätte das gedacht vor dem Spiel? Man City stoßen wir damit eigentlich schon in eine tiefe Krise. Nach 2 Spieltagen stehen sie damit sehr weit unten in der Tabelle. Das ist für Man City natürlich nicht der Anspruch. Aber für uns ist es super. Und wir haben somit 6 Punkte aus 3 Spielen mindestens erreicht. So, wir haben den Boss beeindruckt. Wertung 9,1. 5,9 war Ziel. Ja. Sieht gut aus, guck mal. Gut aus. Ich denke mal, die ersten 3 Ligaspiele sind Kapitel 2. Ich denke, dann kommt schon Kapitel 3. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke bei Gronkh das Let's Play tatsächlich, aber immer nur so weit, wie ich selbst auch gespielt habe. Das heißt, ich muss noch einiges nachgucken jetzt. Ich habe nur die ersten 4-5 Folgen gesehen oder so. So. Er sagt gar nichts. Doch, da, schönes Tor. Okay. Ich wollte schon sagen. 9,1 zur Wertung. Mal gucken, ob jetzt was kommt. Vielleicht ein Mikrofon? Nein? Nicht. Okay. So, hier. Ein Tor. Startelf Bonus. 850 Piepen. Torschützenbonus 200. Will natürlich einen besseren Vertrag auf jeden Fall, wenn ich bei Burn bleibe. Transferwert über 10 Millionen. Das ist Wahnsinn. Für einen 18-Jährigen. So, die Attribute steigen auch. Sehr schön. Ja, gerade in Sachen Pässe müssten wir eigentlich noch ein bisschen. Ne? Und es geht hoch. Ja, schönes Spiel. Haben wir gewonnen. Oh. Morgen, mein Junge. Morgen. Gut geschlafen? Nö, es regnet. Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen? Was gesehen? Rekorde machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert natürlich... Oh, das stimmt doch gar nicht! Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot?
Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Ich glaube, da kommt noch kein Angebot. Ich glaube, da kommt vielleicht in der Winterpause. Aber ich glaube, da kommt noch kein Angebot. Möchte ich mal sagen. So, wir haben 2 Tore, 1 Vorlage. Also, ne? So. Und Danny Williams. Eventuell habe ich bald tolle Neuigkeiten, was meine Zukunft angeht. Augen auf. Ja, das wäre, vielleicht kommt er zu uns. Das wäre nice. Angeblich möchte Bowen Alex Hunter durch einen Spieler aus der Champ... Aha. Also, wenn ich gehe, kommt vielleicht Williams zu uns. Ich kann den Fans versichern, dass wir unsere besten Spieler immer halten möchten. Aber wenn das nicht klappt, haben wir immer einen Plan B. Ja. Mami sagt, Alexander, Glückwunsch zum heutigen Tor. Ja, bitteschön, bitteschön. Ja, hier, das ist alles, ne? Uninteressant, wir haben neue Anpassungen. Outfit. Ein neues T-Shirt. Das hier. Ja, das geht. Das kann ich schon mal. Nur, dass wir nicht immer dasselbe anhaben. Da können wir auch mal ein bisschen variieren. Hals links. Adler. Ich möchte... Es tut mir leid, ich möchte das. Mutti. So, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste. So. Und nochmal neue Schuhe. Das gibt's doch nicht, Alex. Bist du so ein Schuhfetischist? Heißt der Abo oder was? Nee, die sind nicht so geil. Nee. Wir bleiben mal bei den Ocean Storm. Die sehen besser aus. So, was haben wir jetzt? Training, na, selbst zwar freilich. Wir gucken aber erstmal einen Blick in die Tabelle. Wir sind Dritter. Und wir sehen Man City noch nicht mal im oberen Bereich der Tabelle. So, was haben wir? Wir haben Bromwich vor uns. Das geht ja mal gar nicht. So, Man United, das ist nicht großartig eine Überraschung. Die Spurs hinter uns, Leicester City hinter uns, Chelsea hinter uns, Liverpool, Arsenal. Denen geht's auch nicht so gut. Man City vorletzter. Man City ist vorletzter. So, Training. Die besten Teams trainieren härter als alle anderen. Also ratet mal, was ihr heute machen dürft. Eis essen. Was haben wir denn? Passgrundlagen? Okay, Ball abfangen. Okay. Das ist eine gute Idee. Das kann Alex beides noch nicht so gut. Flachpass. Flachpass. So, jetzt müssen wir... Was müssen wir denn? Was? Okay, ich muss immer... Gut. Die Pässe an die Mitspieler bringen. Das klappt bisher ganz gut. Scheiße. Der war nicht gut. Nein, der ging überhaupt in die falsche Richtung. Was ist denn los, Alex? Jawohl. Jetzt hat der unten. Jawohl. Jawohl. Und kriegen wir einen Exzellent. Jawohl. Sehr schön, Alex. Pässe verbessert. Auf jeden Fall. So, Ball abfangen. Das ist auch so eine Schwäche von uns. Das ich weiß gar nicht, ob das Spiel... Ob man hier generell immer... Was möchte ich machen? Ach so. Pässe spielen. Das hasse ich. Das Spiel hier immer guckt, worin man gut ist. Und danach dann guckt, was verbessert werden müsste. Alex, du Depp. Nee, das müssen wir nochmal. Oder... Oh, das ist aber auch schwer, ne? Der ist ja überall, der Penner da. Da hat er mal seinen Fuß nicht hingehalten.
seinen klumpigen. Ah, da hat er ihn gekriegt. Dann hier bin ich mit dem B zufrieden, denke ich. Ah. Ja, komm. Ich mag das Training nicht. Das ist ein sehr beschissenes. Na, es ist schwer, den Spieler auszuspielen, richtig. Abi, ist okay. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Ja, heute sind wir nicht bester, weil wir keinen Double A haben. Aber das ist nicht so schlimm. So, was sagt denn hier? Nächstes Spiel ist gegen West Ham United. Okay. So, Mark Chapman sagt, alle Augen sind auf Alex Hunter gerichtet. Meine auch. Stars im Blickpunkt. Danny Williams, Alexander, mach was aus deiner Spielzeit. Ben Fullman, ich habe gehört, dass Alexander angeblich zu einem anderen Club gehen soll. Ich weiß nicht. Bess Friedrichs sagt, Wechselbad der Gefühle heute. Mein Team hat gewonnen, aber angeblich verliert Byrne einen Topmann. Bleib bitte, bitte bleib, Alexander. Ian Ladyman, was ist das für ein Name? Alexander ist bereit für das Heimspiel gegen West Ham. Hashtag Schlüsselspieler. Gut, das kennen wir jetzt auch soweit alles. Wir haben schon wieder neue Anpassungen, was? Wie? Wir haben noch gerade erst zum einen neues Shirt schon wieder. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Und eine neue Hose. Die hier. Ja gut, theoretisch könnten wir dann... den hier machen. Gucken, ob wir noch schuhmäßig was hätten. Ne, das sieht dann nicht so aus. Ne, ne, das sieht jetzt nicht so cool aus. Ne, ne. Was haben wir denn hier? Ripped. Verwaschen. Nehmen wir verwaschen. Was könnten wir denn hier mal... ja, doch, hier so. Das wieder. So. Dann haben wir noch neue... Trikot. Schon wieder Schuhe. Schon wieder Schuhe. Boah, wie viele Schuhe gibt es in diesem Spiel? Ich finde sie nicht. Wir haben sie anscheinend schon hier irgendwo auf der Seite gehabt. Ist aber auch egal. Waren dann keine schönen. Was sind vielleicht die? Nee. Die? Glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir bleiben erstmal bei Ocean Storm. Die sehen ganz gut aus. Wie gesagt, ich finde es schade, dass die keine speziellen Werte haben, dann, was weiß ich, dass wir dann ein bisschen mehr Bonus auf Speed bekommen oder so. Was haben wir denn hier überhaupt schon? 80 Tempo, 78 Schießen, 67 Passen nur, 77 Dribbling, Defensive, 45 Körper, 71. Ja, schwacher Fuß, 5 Sterne, 5 Sterne Skills, das ist natürlich super schon. Was Passen angeht, müssen wir uns halt noch verbessern. Beim Dribbling auch noch ein bisschen. Schießen auch. Tempo ist schon ganz okay. Ist schon ganz okay. Aber ich möchte natürlich noch mehr. Aber es ist interessant, dass wir hier eigentlich nicht viel machen können sonst, ne? Nur Pässe und sowas. Aber... also Pässe und Schießen und sowas, also Stürmer-Dinge, aber andere Sachen kriegt man da halt nicht mit rein. Das ist eigentlich schade. Aber ist egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Spiel gegen West Ham United wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.